Hallihallo Lüchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Attack of the B-Team. Du bist nicht zu weit draußen, oder? Nee. Ja, wir waren ja das letzte Mal hier und haben angefangen, damit unser wunderschönes Dach zu bauen und ich höre mich kaum, weil ich mich so leise eingestellt habe. So, jetzt ist besser. Also, ich habe mich nicht so leise eingestellt. Normal. Hilfe. Lag. Besser gesagt, nicht lag. Ah. Passt du sogar? Nein, natürlich nicht. Ja, ich habe mich nicht leise eingestellt für die Aufnahme, sondern hier einfach nur zu leise gedreht bei meinem Kopfhörer. Aber das passiert ja auch mal. So, womit soll ich denn jetzt anfangen? Genau, hier muss ja noch einmal eins drunter. Muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwo mir den Kopf anhau. Na, jetzt geh doch. Mann, ich bin zu schnell hier. Jetzt so dürfte es funktionieren. Und da ist wieder... Genau. Irgendwann werden wir dieses blöde Dach schon fertig bekommen. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen drum. Na, schauen, wie wir dann noch das ganze Zeug weiterbauen können. Vielleicht müsste ich mir hier draußen auch irgendwo einen Balkon oder sowas bauen. Wäre wahrscheinlich auch noch ein ziemlich gutes... Hallo? Geh weg. Geh weg. Ja, das wäre wahrscheinlich auch noch eine ziemlich gute Idee. Dann könnte ich einfach auf dem Balkon landen und müsste nicht schauen, wo ich da durch muss, um zu meinem Bettchen dann oben zu gelangen. Denn ich werde das auf jeden Fall aufstellen. Ich meine, was braucht das Bettchen oder was macht das Bettchen in der Produktionshalle? Hilfe! Geh dahin, wo ich dich will, nicht wohin du willst. So, du wurdest zum ganzen Block... So, jetzt nicht mehr. Ich bin auch im Überlegen, ob ich vielleicht das Nether-Portal wieder abreiß. Und das ganze Bau mit dem normalen, also was heißt mit dem normalen? Mit dem Enhanced Portal Mod. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen besser, oder? Könnte ich eingeben, dann einfach Hölle und dann wäre dieses blöde Portal mal da drüben weg. Ja, ich glaube, das mache ich dann. Dafür muss ich aber wieder Enderperlen farmen. In der Bahn warmen. Wir wissen ja, wie das läuft. Nicht gut. So. Komm, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ach, das Dach. Bald sind wir fertig mit dem Dach. Muss ich dann mal schauen, wie das Ganze dann komplett aussieht. Geh hin. Ja, aber es... Es dürfte schon einigermaßen gehen. Ich meine, es ist im Endeffekt auch nur ein Dach. Und könnte ich nicht rumfliegen, dann müsste ich oder würde ich das Dach kaum sehen. Aber naja, dadurch, dass ich fliegen kann, ist halt das Dach so ziemlich das Erste, was ich immer sehe vom Haus. Es ist halt wieder das andere. So, geh her. Geh her. Ja. Was kann ich dir noch ein bisschen erzählen? Ja, es hat jetzt zum ersten Mal geregnet wieder, seitdem es so warm wurde. Und jetzt ist es wenigstens nicht mehr extrem warm. Also schon noch warm, aber nicht mehr so extrem warm. Und das freut mich sehr. Ich meine, es ist ja mal schön, wenn es für ein, zwei Tage warm ist, nur das war ja jetzt wirklich wochenlang. Naja. Wird bestimmt auch bald wieder wärmer werden. Wie habe ich denn das da drüben gemacht? Das ist komplett durch. Okay. Dann sollte ich da vielleicht direkt mit den Planken arbeiten. Also mit den ganzen Blöcken. Spare ich mir dann doch ein bisschen Arbeit. Oder, ja. Eigentlich wäre es dann die doppelte Arbeit, die ich machen müsste. So. Nein, so nicht. Hilfe, mach doch mal, was ich sage oder machen will und nicht das, was du denkst. Dahin. Dahin. Dann muss hier eins hin. So, damit das Dach wenigstens ein bisschen Struktur hat. Ich meine, ansonsten ist es einfach nur ein Dach. Ein langweiliges, blödes Dach. Ah. Wieso tust du mir das an, Maus? Was habe ich dir denn jemals getan?
Na, okay, ich hau ein paar Mal auf dir rum am Tag. Aber deswegen musst du mich doch nicht so... Oh Mann. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Knapp. Knapp. Sehr knapp. Wieso? Wieso? Wieso machen meine Maus das mit mir? Ich wollte doch einfach nur ein bisschen bauen. Hilfe! Ich werde noch wahnsinnig. Jetzt funktioniert so, wie ich will. Mann, ich muss mir echt mal eine andere Maus kaufen. Die regt mich so dermaßen auf, diese blöde Maus. Dann ist es noch so eine mit diesem Twin-Laser-Dings, weil ich mir gedacht habe, hey, die schaut geil aus. Jetzt geh weg hier. So. Weil ich mir gedacht habe, die schaut geil aus. Ich klick doch nur einmal. Ich mach bald eine Mauskamera an, damit ihr seht, damit ich wirklich nur einmal klick. Hilfe. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Funktionier jetzt bitte so, wie ich will. Bitte. Bitte. Tu mir den Gefallen. Das war das letzte Mal nicht so ein Problem. Ich meine, ich klick doch nur einmal. Wieso denkst du dann, dass ich zweimal klick? Jetzt funktioniert's wieder. Ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte einfach nichts sagen sollen. Es tut mir leid. Da wird man doch wahnsinnig. Funktionier doch einfach so, wie ich will. Kannst du das für mich machen? Bitte, einfach nur so ein bisschen funktionieren, bis ich fertig bin. Das wäre doch ganz schön, oder? So, jetzt haben wir hier diese Seite. Ja, müsste gleich sein. Wie habe ich das denn da gemacht? Da habe ich hier einfach zwei immer dran gesetzt. Okay. Sollte ich hinbekommen. Sagte er und scheiterte kläglich. Da, wie gesagt, und scheiterte kläglich. Jetzt darf ich da mal bitte drauf landen. Danke. Ach, dann flieg eben runter. Ist mir jetzt auch egal. So, und dich. Ich werde noch wahnsinnig. Ich werde noch wahnsinnig. Ich werde noch wahnsinnig. Was habe ich dir denn jemals getan, damit ich sowas verdiene? Habe ich dahinter Augen. Habe ich dahinter eigentlich auch noch irgendwas gemacht? Nein. Könnte ich theoretisch hier so zum Beispiel so als Verstärkung, das wäre vielleicht... Ich drehe hier noch durch. Das gibt's doch nicht. Wieso funktionierst du nicht so, wie ich will? Ich hab dir doch nichts gemacht. Ich war doch immer ganz brav. Ich mach dich doch auch immer sauber. Wieso tust du mir sowas an? Schreib mir jetzt mal bitte, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Okay, wir brauchen noch ein paar und ich habe jetzt nichts mehr dabei. Stämmchen habe ich noch da. Habe ich da drüben auch. Ich könnte mir einfach mal hier eine kleine Werkbank bauen. Ja, machen wir gleich eine Crafting Station. Dann würde ich hier einfach mal rein. Das sollte reichen. Die 30 Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir noch insgesamt dafür brauchen werden, aber so viel werden es nicht sein. Ich weiß, ich werde später wahrscheinlich noch welche brauchen, aber das hier sollte so reichen. So, dann würde ich sagen, das Dach ist fertig. Endlich, Leute, das Dach ist fertig. Hier können wir noch eins raus. Machen wir eine Fackel hin. Und hier hinten. Eins raus. Und Fackel hin. Ist doch schön, oder?
Ja, endlich. Das heißt, Dach ist fertig. Dann müssen wir hier das nächste Mal hier hochziehen, die Stützen und hier noch schauen, wie wir das Ganze machen. Aber wie gesagt, das schauen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao.